Ja, nochmals guten Morgen. Und der Titel ist ja Großjugendbeteiligung in der Krise. Vielleicht von dem Hintergrund, von dem ich auch spreche, ist, dass wir uns schon lange mit der Frage der Beteiligung insgesamt beschäftigen, aber auch in den letzten 2 Jahren jetzt 3 Untersuchungen durchgeführt haben, schlicht genannt Jugend und Corona 1, 2 und 3, JUCO 1, 2 und 3. Wir werten gerade die Daten aus der Studie, die wir im Dezember durchgeführt haben und werden in den nächsten 2 Wochen damit auch diese publizieren. Einige Hinweise dazu werde ich geben, aber auch, was mir wichtig ist, im mittleren Teil nochmal 3 Zugänge generell zur Beteiligung zu geben, gerade vor dem Hintergrund der Krise nochmal zu verdeutlichen, was essentiell ist für Beteiligung und was wir uns auch diesbezüglich vielleicht nochmal bewusst machen müssen. Ich hoffe, es ist für jeden und jede was dabei und für die, die nichts darin finden, hoffe ich, dass sie eine meditative halbe Stunde haben. Wir haben immer wieder in den Studien gesagt, und das ist nicht nur da hergeredet, Beteiligungsstrukturen junger Menschen sind nicht krisenfest, wie sie bei uns in der Gesellschaft verankert sind. Das ist, glaube ich, eines der zentralen Ergebnisse, die wir auch immer wieder auch aus den Rückmeldungen der jungen Menschen erfahren haben. Es ist nicht nur so, dass die jungen Menschen sagen, es müsste mehr an Beteiligung sein oder ähnliches, sondern sie sagen auch, dass in den letzten 2 Jahren etablierte Beteiligungsstrukturen ausgesetzt wurden. Dass auch bei den Regulationen und bei dem Schule öffnen etc. in den verschiedenen Formen die Dinge nicht wieder so geöffnet wurden, dass junge Menschen mitgehört wurden, dass mit ihnen gesprochen wurde, wie man die Krise bewältigt. Und man kann jetzt nicht mehr sagen, und fast alle in den Befragungen und auch in den Gruppendiskussionen, die wir geführt haben, haben gesagt, ja, es ist wichtig, dass am Anfang jemand entscheiden muss. Das ist vollkommen klar. Aber wir haben jetzt 2 Jahre, in denen wir fast 2 Jahre, in denen wir Lebensalltag von jungen Menschen gestalten, an vielen Orten. Und warum fällt es so schwer, an diesen Orten mit den jungen Menschen die Verfahren und Wege zu suchen? Und es geht auch noch ein wenig weiter, denn es geht ja um die Lebensplanung der jungen Menschen. Barbara Stauber hat das interessant zusammengefasst, indem sie sagt, und das sehen wir in unseren Studien auch, junge Menschen sind verunsichert in ihrer Lebensplanung. Lebensplanung ist nicht etwas, wie ich machen, einen großen Wurf, sondern es ist so, dass gerade im Jugendalter Dauerpläne gemacht werden. Man muss geradezu, weil sich so viel verändert. Man ist in Dauerübergängen. Und es gibt kaum eine Lebensphase, in der so viel immer wieder verworfen, gemacht und ähnlich getan wird. Bloß die Koordinaten sind derzeit vollkommen andere. Und junge Menschen sind dadurch stark verunsichert, weil es wenig Beratung und Begleitung auch Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen, wie man jetzt eigentlich damit umgeht, mit diesen veränderten Koordinaten. Ich möchte am Anfang einige Dinge da deutlich machen. Die Oberüberschrift ist so platt, aber man muss sich das immer wieder deutlich machen. Während unserer ersten Studie bei JUCO 1 viele junge Menschen noch gesagt haben, das wird ein knackiges Kurzphänomen und danach starten wir wieder im Herbst richtig durch, des letzten Jahres. Also das ist ja schon lange her, ist es inzwischen deutlich, es ist eine Struktur der Kindheit und Jugend geworden. Und junge Menschen und der Alltag wird entsprechend gestaltet. Das heißt, wir können auch wenn man jetzt noch so ein Paket wie Aufholen und Ähnliches gemacht hat, das ist heute auch nach unserer JUCO 3-Studie eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen von dem ausgehen, was Jugend heute ist und was sie auch gelernt und gemacht haben in diesen 2 Jahren. Auch wenn viele junge Menschen bei unserer dritten Studie gesagt haben, wir haben die Jugend verpasst. Das ist richtig. Das ist eine spezifische Jugend, die verpasst wurde, wie wir sie vor Corona dachten. Aber gleichzeitig, und das ist wiederum das Starke an jungen Menschen, haben sie Jugend gemacht unter prekäreren, schwereren, anderen Bedingungen. Und sie haben wahnsinnige Erfahrungen gemacht. Sie haben Belastungen erlebt, durchlebt und leben sie weiter. Und genau von dem Punkt müssen wir ansetzen. Und wir können nicht sagen, es gibt einen Status quo, der davor war. Vor 2 Jahren, dahin gehen wir jetzt zurück und dahin müssen wir uns zurück aufholen, sondern wir müssen die Situation jetzt in diesem Kontext nehmen
und die jungen Menschen jetzt beteiligen. Ich kann es auch nicht mehr hören, wenn Leute mich einladen zu einem Vortrag und sagen, welche Lessons haben wir gelernt aus Corona. Dann sage ich immer, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr jetzt ein Programm für 2024 machen? Wenn ihr was machen wollt, dann müsst ihr es jetzt machen. Jetzt junge Menschen beteiligen, jetzt das tun. Das ist doch genau die Frage in dieser Situation. Nur so können wir gemeinsam die Krise bewältigen. Aber da stellen wir fest, wir tun uns schwer. Und wir haben nicht Strukturen, die krisenfest sind, die da automatisch funktionieren. Ich habe Ihnen eine Folie mitgebracht, die sich in dieser Studie weiter, in der dritten Studie auch weiter manifestiert geradezu. Wir haben junge Menschen gefragt, ob sie Orte zum Abhängen brauchen, weil junge Menschen, der Lebensalltag von jungen Menschen passt nicht so in das Bild, was häufig in der Corona-Zeit gemacht wurde. Und es ist so, dass wir stark sehen, einen Zusammenhang, dass die jungen Menschen, die sagen, ich habe Zukunftsangst, ich fühle mich belastet, das sehen Sie hier rechts, auch die sind, die sagen, wir brauchen Orte. Wir brauchen Orte jenseits des Haushalts, jenseits der Schule. Wir brauchen Orte zum Abhängen, andere Orte, an denen wir sein können, uns alltäglich beteiligen können. Das korreliert sehr stark. Die jungen Menschen, die sagen, die haben solche Orte, finden wir weniger Zukunftsangst und weniger Belastung. Ich möchte drei Zugänge jetzt etwas weg von Corona, weil wir uns in diesem Kontext uns das deutlich machen müssen, was nochmal Beteiligung ist. Und in dem Eingangsstatement ganz am Anfang wurde es ja gesagt, junge Menschen sind Grundrechtsträger. Danach möchte ich etwas sagen zu dem, warum auch nochmal vor dem Hintergrund des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes oder den Veränderungen die Perspektive wichtig ist. Und abschließend möchte ich dann nochmal zu Corona zurückkommen. Beteiligung ist kein Projekt, sondern Beteiligung kann nur gelingen in einer politischen und sozialen Infrastruktur. Junge Menschen sind Grundrechtsträger. Warum ist uns das im Beteiligungsdiskurs und auch in der Corona-Zeit so wichtig? Wir nennen das in dem schönen Anglizismus Rights-Based Approach. Man kann auch sagen, rechtebasierter Ansatz. Vielleicht nicht ganz so charmant. Aber dass wir zunehmend in unseren Kontexten diskutiert, dass wir raus müssen aus der Haltung, als wenn wir jungen Menschen die Rechte zugestehen. Als wenn die Erwachsenen sagen könnten, da haben die jungen Menschen welche, da nicht, da dürfen sie beteiligt werden, da nicht. Das geht so nicht. Junge Menschen haben diese Rechte und da können wir auch nicht darüber entscheiden, ob wir sie ihnen zugestehen oder nicht. Wenn wir ihnen die Rechte nicht zugestehen, müssen wir das legitimieren und nicht umgekehrt. Die jungen Menschen müssen nicht erst beweisen, dass sie das können. Wir müssen sehen, dass wir Infrastrukturen und Formen finden, dass es möglich wird. So sind auch die Rechte der jungen Menschen nicht Ausgangspunkt pädagogischen oder beraterischen Handelns, sondern sie sind Ausgangspunkt, Entschuldigung, das habe ich falsch formuliert, sie sind Ausgangspunkt dieses Handelns und nicht erst werden durch Pädagogik irgendwie dann gemacht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das ich immer wieder sage und wer schon mal einen Vortrag gehört hat, langweilt das vielleicht, aber man kann es nicht häufig genug sagen. In der Forschung fragen viele meiner Kollegen immer, dann gucken sich Beteiligungsprojekte an und dann wollen sie sagen, diese werden dadurch schneller, schlanker, effektiver, die Menschen werden selbstwirksamer, manchmal sogar billiger durch Beteiligung. Und dann frage ich immer, und wenn jetzt das Projekt und alles dadurch teurer, komplizierter, langsamer wird, konfliktreicher, haben die jungen Menschen dann kein Beteiligungsrecht mehr? Natürlich haben sie dann auch ein Beteiligungsrecht. Und wir müssen nicht in die Falle reingeraten, dass wir sagen, Beteiligung muss alles schöner machen. Das ist, Beteiligung macht nicht alles schöner. Es macht es auch konfliktreicher. Aber das ist wichtig, es ist das Recht, das die jungen Menschen haben. Das müssen wir aber besonders lernen. Ich habe eine historische Folie hier mitgebracht, weil wir ein Kinder- und Jugendhilferecht haben und nicht ein Kinder- und Jugendrecht in Deutschland. Und das ist tief in unser Denken hineinfabriziert, wo wir mehr oder weniger Partizipation nur als Gegengift haben gegen die Positionen der Erwachsenen, gegen die Organisationen, die bestimmen, wie der Alltag von jungen Menschen ist. Aber genau da müssen wir die Drehung haben, hin dahin, dass wir
Rechte haben der jungen Menschen und aus diesem Denken herauskommen, als wenn die Organisationen alle für sich aus beliebig entscheiden könnten, wer wird beteiligt, wer nicht und Ähnliches. Das geht in dieser Perspektive nicht. Wir haben da auch eine Entwicklung in Deutschland, die kann man so bezeichnen, wie lange haben wir das diskutiert, wie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird, von einem eher autoritären, der Kollege Drerup hat mal gesagt, hin zu einem im 20. Jahrhundert sanften Paternalismus. Dann haben wir eine starke Diskussion gehabt in den 70er, 80er, 90er Jahren, dass die jungen Menschen erstmal befreit werden müssen, um erstmal partizipativ sein zu können. All das würden wir heute so von diesem Hintergrund nicht sagen, sondern einfach sagen, sie müssen nicht erst befreit werden, nicht erst gebildet, um dann. Also ganz früher, vor 150 Jahren, hat ein Pädagoge mal gesagt, erst Bildung, dann Beteiligung und Freiheit. Das ist Unsinn. Erst Beteiligung. Punkt. Man muss nicht erst sich wiederum beweisen. Und wenn wir dann in das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz, was heißt neu, in das veränderte, muss ich richtig sagen, das ab Juni gültig ist, gucken, und auch das ist für unseren Kontext nochmal wichtig, ist dort explizit aufgenommen worden, dass es nicht darum nur geht, junge Menschen irgendwo hinzuführen, sondern, wenn Sie hier lesen, in Paragraph 1 gleich und dann unten in dem Orangen, das habe ich vom DIU, von der Homepage genommen, die haben das so schön, die neuen Veränderungen deutlich gemacht, so heißt es, dass es unsere Aufgabe ist, als Institutionen, die mit jungen Menschen arbeiten, junge Menschen zu befähigen, dass sie selbstbestimmt interagieren können in allen sie betreffenden Lebensbereichen, um gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können. Also es geht auch hier darum, dass es nicht ein Ziel nur ist, sondern dass wir es ermöglichen müssen, dass junge Menschen selbstbestimmt interagieren können in allen sie betreffenden Lebensbereichen. Und das wird in dem neuen Gesetz deutlich durch Selbstbestimmung, Selbstvertretung, Ombudschaften, Beratungsrechte, Schutzrechte. Mir ist das hier nochmal wichtig zu sagen, halt auch in der Krise müssen wir vor dem gesetzlichen Hintergrund jungen Menschen es ermöglichen, selbstbestimmt in allen sie betreffenden Lebensbereichen zu interagieren. Punkt. Das ist Gesetzeslage. Und das ist ein Infrastrukturauftrag. Und wenn wir da noch eine inklusive Perspektive dazu nehmen mit der UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung, dann wird da ja nicht nur gesagt, wie viele das verkürzend sagen, oh, die jungen Menschen mit Beeinträchtigung müssen an den regulären Institutionen teilnehmen können. Das Spannende an der Konvention ist ja, dass sie sagt, nicht nur die, sondern alle jungen Menschen müssen diskriminierungsfrei daran teilhaben können. Sie dürfen nicht diskriminiert werden als die Besonderen, die daran teilnehmen und selbstbestimmt interagieren können. Und auch das zählt für die Krise, weil in der Krise haben wir gesehen, auch in unseren Studien, dass gerade junge Menschen mit Beeinträchtigungen häufig übersehen wurden, gar nicht in den Fokus kamen, erst sehr spät darauf geachtet wurde. Und als wie eine neue Figur des Normalen sich herausgebildet hat von ganz spezifischen jungen Menschen, die viele Ressourcen haben. Und darum ist dieses von entscheidender Bedeutung. Ich möchte noch mal einen Punkt weiter aufmachen. Der ist für uns in dem Kontext mit der UNO-Kinderrechte-Konvention entscheidend, dass wir eigentlich nie Partizipation auch alleine diskutieren können und Beteiligung. In der UN-Konvention reden wir von den drei Ps: Protection, Provision, Participation. Schutz, Befähigung und Partizipation und Beteiligung gehören wie ein zwingendes Kräfteverhältnis zusammen. Es reden viel zu viele immer nur über einen Punkt und dadurch wird es dann, der Schutz wird dadurch paternalistisch, die Befähigung wird dadurch von der Partizipation getrennt, das geht aber nicht. Beteiligung braucht Schutz. Das sehen wir jetzt gerade auch wieder in der Krise. Nur wenn junge Menschen in einer Situation sind, wo sie die Erfahrung haben, dass sie gesichert sind in ihren persönlichen Rechten, dass sie andere Möglichkeiten, Auswege haben, dann gelingt Beteiligung. Aber das ist so zentral in dem Kontext auch der Krise, dass man das mitbedenkt, dass es nicht irgendwie ein Angebot gemacht, wundert man sich, keiner kommt, da muss man sich auch fragen, in welchen Konfliktsituationen sind die jungen Menschen eigentlich gerade? Und
Es braucht ja eine Sicherheit, dass ich auch was riskieren kann in der Beteiligung. Und wenn ich nichts riskieren kann in der Beteiligung und nicht den Schutz habe, dass ich auch weiß, wenn es hier was schief geht und ähnliches oder wenn dass es dort Ansprechstellen gibt, dann kann das nicht gelingen. Genauso braucht Beteiligung in unserer Gesellschaft Befähigung, denn Informationen und all das, da müssen wir uns gar nichts vormachen, sind in vielen Formen hierarchisch strukturiert und Erwachsenen mehr vorbehalten als jungen Menschen. Auch Machtverhältnisse in der Form. Und wenn wir nicht junge Menschen dauernd befähigen und einladen und die Infrastrukturen so machen, dass sie Gelegenheiten haben, sich in dieser Form zu beteiligen, wird Beteiligung nicht gelingen. Und darum braucht es Befähigung. Ich finde das immer wieder interessant, wenn einige sagen, ja, aber jetzt kommt, man macht jetzt mal ein Beteiligungsprojekt und dann kommt keiner und tut das. Da muss man sich ja genau angucken, wie die Befähigungsstrukturen für Beteiligung bei uns sind. Wenn ich 15 Jahre lerne, dass Beteiligung in meinem Leben noch nicht viel gebracht hat, dass es keine guten Strukturen dafür gab und dann kommt plötzlich ein Beteiligungsprojekt, ich bin dann auch erstmal skeptisch. Warum soll ich ein Systemvertrauen darin haben? Und das müssen wir doch mitbedenken in diesen Kontexten. Und genauso ist es doch wichtig, dass Beteiligung Organisationsstrukturen braucht und die Erfahrung, dass es einen Rahmen gibt. Beteiligung ist nie frei in dem Kontext, sondern das ist doch auch genau zentral, dass es diese Rahmung immer wieder braucht. Mir ist das wichtig, dass man das mitbedenkt und nie so isoliert macht in der Form und auch dann Schutzbefähigung, Beteiligung gegeneinander steht. Jetzt machen wir hier die Bildung, das kann doch nicht Beteiligung sein. Beteiligung können wir nur in ganz spezifischen, freieren Kontext machen. Wir kennen das aus schulischen und anderen Rahmungen, wo die Dinge dauernd voneinander getrennt werden. Also, Sie können diese drei Kreise nicht trennen. Das ist wichtig und das ist auch, wir haben uns das in der Krisenzeit hier insbesondere angeguckt. Wenn man das nicht sieht, dass die jungen Menschen eher stabile Orte brauchen und so weiter, wo sie auch anders sein können, wo sie eben nicht in den bisherigen Kontexten, wo sie waren im Haushalt und anderen, sondern wenn sie auch außerhalb von Haushalt und Schule stabile Orte haben, dann kann sie auch Beteiligung machen. Aber das ist ganz zentral, dass diese Orte zum Beispiel da sind. Darum müssen wir uns fragen, wenn wir darüber reden, kennen wir eigentlich die persönlichen und sozialen Rechte der jungen Menschen? Können wir uns, wenn wir uns hinsetzen, als erste Arbeitsgruppe, ganz einfach den jungen Menschen sagen, welche persönlichen Rechte zur Beteiligung sie haben? Das sollte man sich diese Prüffrage immer wieder stellen. Man sollte sich auch in dieser Situation die Frage stellen, sind wir bereit zu akzeptieren, dass die Verwirklichung der Rechte der jungen Menschen die Beziehung zu ihnen und insgesamt komplizierter, teurer, konfliktreicher und weniger planbar machen kann? Das müssen wir akzeptieren können, sonst brauchen wir uns nicht einlassen auf Beteiligung. Weil das ist auch eine Frage von Machtabgabe, dass wir die Kontrolle auch mit abgeben wollen. Nicht ganz. Natürlich muss man seine eigenen Interessen auch einbringen, aber das ist zentral in diesen Kontexten. Und ist es so, dass wir die Verwirklichung der Rechte wirklich als Strukturmerkmal, als Infrastrukturmerkmal ansehen in unseren Strukturen? Ich komme jetzt schon zu meinem dritten Punkt. Ich muss noch ein bisschen auf die Zeit achten, sonst wird die Moderatorin guckt schon. Aber der dritte Punkt ist mir trotzdem wichtig. Beteiligung ist kein Projekt, sondern eine Infrastruktur. Das ist, warum soll man nur in ein Projekt vertrauen? Es muss rückgebunden sein in dem Kontext. Ich habe Ihnen eine alte Figur mitgebracht. Das ist Atlas, der die Welt trägt. Den zeige ich da häufiger. Warum zeige ich den Atlas, der die Welt trägt? Manchmal habe ich den Eindruck, wenn über Beteiligung geredet wird, dann wird darüber geredet, wir müssen jungen Menschen stark machen, sich zu beteiligen. Das ist aber ein schwieriger Ansatz, weil das sagt letztlich, ja, überall ist alles schwierig mit der Beteiligung, dann machen wir eben den Einzelnen stark, dass er sich da durchsetzen kann. Das ist aber aus meiner Sicht der falsche Zugang. Wenn junge Menschen erst Atlas sein müssen, fehlen Infrastrukturen. Dann fehlen Infrastrukturen in der Breite, dass die jungen Menschen wie selbstverständlich im Alltag sich beteiligen können. Denn ansonsten würden wir das nicht so individualisieren und diese Figuren daraus machen. Wenn ich von Infrastrukturen rede, habe ich Ihnen ein paar Bilder mitgebracht.
drei, die etwas verdeutlichen. Infrastrukturen, das ist wichtig, merkt man eigentlich erst, wenn sie nicht funktionieren. Darum in der Krise merkt man, dass Beteiligung nicht funktioniert. Die jungen Menschen merken das. Warum ist das so? Ich habe die beiden Bilder, nehme ich nur das links oben, das steht ja für WLAN und so, fürs Netz. Während Sie telefonieren mit Ihrem Handy, denken Sie nie darüber nach, dass es eine Infrastruktur gibt, die nämlich das erst ermöglicht, das Telefonieren, das WLAN-Netz. Sobald das Netz nicht funktioniert, merken Sie sofort, dass diese Infrastruktur, dass es sie eigentlich gibt. Dann sind Sie nämlich zurückgeworfen nur auf Ihr Handy. Unten ist eine Abwasseranlage. Wenn Sie morgens duschen, machen Sie sich keinen Gedanken darüber, dass es eine Infrastruktur der Kanalisation gibt. Meistens. Das machen Sie erst, wenn das Wasser wieder hochkommt. Und Sie plötzlich merken, halt, die Infrastruktur ist defekt. Genauso muss es mit der Beteiligung sein. Beteiligung muss eine Infrastruktur sein, die nicht irgendwie ganz toll sich immer feiert, wir machen hier was Neues und endlich ein Beteiligungsprojekt, sondern wie selbstverständlich den jungen Menschen das Gefühl gibt, dass sie mitentscheiden können, dass sie damit hingehen. Und wir merken gerade, dass diese Infrastruktur nicht funktioniert. Von daher ist es wichtig zu sagen, wir brauchen starke Infrastrukturen, in denen Kinder und Jugendliche auch in Anführungsstrichen schwach sein können und trotzdem in ihren Beteiligungsrechten gestärkt werden. Das ist ja die Prüffrage. Und wir haben in vielen Formen, und daran sehen wir, dass diese Infrastrukturen in dieser Form nicht so gut funktionieren, dass wir immer wieder analysieren, es sind nur ganz spezifische Jugendliche, die sich beteiligen. Dann muss man sagen, sind diese Infrastrukturen so nicht vorhanden. Ich komme zum Schluss und nochmal präziser zurück zu Corona und junge Menschen. Im Dezember letzten Jahres sagen junge Menschen, die Institutionen haben durchaus gelernt. Viele haben digital gelernt. Viele haben sich geöffnet, bemüht. Junge Menschen sagen auch, in vielen Formen die Belastungen manifestieren sich. Die Werte, die wir für psychische Belastung im Dezember 2020 haben, haben sich im Dezember 2021 nochmal manifestiert und sind durchaus in vergleichbaren, wenn nicht höheren Größenordnungen. Es ist auch in unseren Studien ein kleiner Teil, auch in diesem Winter von jungen Menschen, ein nicht kleiner Teil, Entschuldigung, der sagt, dass ihm Ansprechpartnerinnen fehlen und dass er Unterstützung in diesem Kontext bei psychische Beratung etc. fehlt, insbesondere auch Formen, niedrigschwellige Formen dessen, um eben mit diesen Unsicherheiten umzugehen, um Orte zu haben, Peer-Support, aber auch andere Formen von Beratung, ins Gespräch zu gehen, miteinander zu suchen, die Wege. Die jungen Menschen sagen auch, wir wissen, dass es nicht jemand sagen kann, das und das ist die Lösung, geh dahin. Aber gemeinsame Konstellationen, in denen man berät und guckt, wie man damit umgeht. Und gerade junge Menschen in prekären Konstellationen, die nicht in einem gesicherten institutionellen Gefüge sind, sehen diese Belastung. Und abschließend, fast durchgängig sagen die jungen Menschen auch jetzt im Winter wieder, dass sie sich nicht gehört fühlen und beteiligt fühlen. Das ist eine Aufgabe für uns an diesem Tag. Und da müssen wir genau da ansetzen, wo die jungen Menschen heute stehen, mit ihren Erfahrungen, die sie in der Corona-Zeit gemacht haben, mit dem, was sie geleistet haben. Schule wäre zusammengebrochen, auch wenn die Lehrerinnen weggeblieben wären. Aber wer hat denn die Schule hochgehalten und das in der Corona-Zeit auch so mit hergestellt? Das waren die Schülerinnen und Schüler. Das waren die Schülerinnen und Schüler, die diese Konstellation mitgemacht haben. Und all diese Dinge werden viel zu wenig gesehen. Die jungen Menschen, gerade im jungen Erwachsenenalter, in ganz unterschiedlichen Übergängen, kaum wird diskutiert über die Studierenden, aber auch über die, die in Ausbildung sind und so weiter. Und da brauchen wir eine andere Antwort und das geht nur mit den jungen Menschen. Genug gesprochen, wir haben einen Auftrag, die Beteiligung zu verwirklichen. Kacheln wir an dieser Aufgabe heute weiter und ich weiß,
Und wenn ich das sehe, das Programm, dass einige gute und interessante Wege heute gefunden werden.